Donner, Freunde! Die Loki-Schmidt-Stiftung in Hamburg kürte den langblättrigen Ehrenpreis zur Blume des Jahres 2018. Ja, coole Sache. Intro! Floll. Lasst uns zu Beginn des Videos erstmal definieren, was sind eigentlich Blumen? Blumen, das sind Pflanzen, die große, ins Auge fallende Blüten hervorbringen, deren Schmuckwirkung also auf der Blüte liegen. Also ja, dann kann man halt den Blütenstand auch so abschneiden und zum Beispiel auch in die Vase geben. Das sind Blumen. Dann kommen wir zurück zur Blume des Jahres 2018, dem langblättrigen Ehrenpreis. Botanisch heißt er Veronica longifolia und ist somit eine großwüchsige Ehrenpreisart. Immerhin. Der langblättrige Ehrenpreis ist eine einheimische Staude und zwar kommt er in den Flusstälern von Rhein, Ems, Elbe und Donau vor. Sein Naturstandort ist dadurch eigentlich ganz gut definiert. Er kommt halt in so Auenlandschaften vor oder auch in diesen Flusstälern und da ist es halt sogenannt wechselnass. Also mal ein bisschen, wenn es überflutet wird, das Flussufer mal ein bisschen nässer und im Sommer mal ein bisschen trockener. Und insgesamt mag er es halt relativ nass und auch nährstoffreich. Und auch der Boden sollte so humus-modrig sein. Und es ist halt dann manchmal ein bisschen schattiger, weil da halt auch so Weiden wachsen zum Beispiel. Veronica longifolia ist als Art geschützt. Es ist ein bisschen gefährdet, weil es gibt ja so ganz viele Flussbegradigungen und da gibt es halt nicht so viel Naturstandort. Deswegen ist diese Art geschützt. Man kann aber die Pflanze als Staude in Staudengärtnereien kaufen. Und es ist letztendlich eine Staude mit Wildstaudencharakter. Und der Standard ist ein bisschen tricky. Man kann hier ein nasses Beet anbieten mit sehr schwerem Boden zum Beispiel. Oder man pflanzt sie in so Teichrandnähe. Das gefällt dir dann auch ganz gut und kommt dann auch dem Naturstandort ziemlich nahe. Die Art Veronica longifolia wird so 70 cm hoch. Blüht so meistens im Juli, August in einem schönen Lila und macht dann auch so Blütenkerzen. Schaut relativ interessant aus, gefällt mir persönlich auch ganz gut. Man kann halt diese Blütenstände dann abschneiden und in die Vase geben zum Beispiel. Es gibt aber auch wunderschöne, tolle und empfehlenswerte Sorten. Zum Beispiel Blauriesin, die wird 70 cm hoch und blüht in einem wunderschönen Blau. Das Pendant dazu, die Schneeriesin, wird auch 70 cm groß und blüht in einem wunderschönen Weiß. Und es gibt dann auch so Pink Damask, auch 70 cm hoch und blüht in einem leuchtend, kräftigen Pink. Ah, dieser Versprecher. Alter. Ja, das war jetzt das letzte Video meiner kleinen Reihe Lebewesen des Jahres 2018. Ich hoffe, es hat euch schon ziemlich gefallen. Nächste Woche geht's regulär weiter. Im Moment versuche ich immer so 2 Videos in der Woche rauszuhauen. Das reguläre am Sonntag. Es kommt aber auch ein anderes Video. Mittwoch zum Beispiel versuche ich zurzeit. Ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Aber da habt ihr ein Video mehr von mir in der Woche. Ist doch auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, jetzt die letzten beiden Videos sind so, fangen wir mit dem Ende an. Könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Video und das könnt ihr euch natürlich auch gerne noch anschauen. Ja, nächste Woche nochmal ein anderes Video, beziehungsweise schon Mittwoch. Ja, haut's rein, tschaußen!